dass Menschen verschiedene Herkünfte haben oder verschiedene Einflüsse haben, finde ich alltäglich. Und genauso war es auch nie etwas, was meine Frage stellt, dass die Musik Einflüsse hat von verschiedenen Kulturkreisen. Im Iran dürfte ich ja gar nicht auftreten. Ich bin eine Frau darf nicht singen, schon gar nicht mit Männern vor einem gemischten Publikum, das funktioniert nicht. Ich habe 3 Jahre lang bei meiner Tante immer innerhalb der Woche gewohnt und bin einmal nach Hause gekommen. Dann hat sie gerade eine CD gehört von Ahmad Shamlou, der Gedichte von Khayyam rezitiert hat. Und das hat mich sehr fasziniert. Ich habe nicht viel verstanden, weil es halt sehr blumige Sprache ist und altpersisch, aber war halt total berührt. Und dann habe ich sie gefragt, was es bedeutet. Sie hat es mir übersetzt und dann war ich noch mehr begeistert. Die Sprache hat schon eine Ausstrahlung, ohne dass man die Worte oder die Wortbedeutung versteht, sondern es hat eine eigene Kraft und die versucht man dann innerhalb der Musik auch zu kommunizieren. Außerhalb von Mitteleuropa gibt es ja ganz andere Arten von Rhythmik und Metrik auch schon in der Sprache. Und gerade im Iran ist es halt auch sehr oft viel virtuoser in der Poesie. Deswegen gibt es ja gar nicht diese Vierviertel-Stringenz und deswegen sind die Kompositionen auch so, wie sie sind. Sumin ist ja als Mastermind vor allem eine sehr große Grenzgängerin. Sie überlegt nicht, was kann ich und so komponiere ich und so mache ich Musik, sondern sie hört Musik, hat eine Idee und setzt alles daran, das umzusetzen und fordert uns quasi wirklich immer wieder Grenzen zu überschreiten. Wir sind quasi immer gefordert und das ist natürlich eine super Eigenschaft, die einfach uns alle wachsen lässt, als Band, als Person, als Charakter. Wir sind schon hauptsächlich Jazzmusiker, wo die Improvisation eben eine große Rolle spielt. Die Musik ist schon durchkonzipiert, aber es gibt in diesen Konzepten sehr viel Raum für Improvisation. Von daher ist es für uns ein großes Kompliment, wenn wir von außen hören, dass es gar nicht so scheint, dass der Improvisationsanteil sehr hoch ist, weil das natürlich gerade unser Ziel ist. Das ist für mich als Komponistin auch total wichtig, dass ich so komponiere, dass es so offen bleibt, dass das auch wo ganz anders hingehen kann, als ich es mir vorgestellt habe, weil ich halt einfach weiß, ich habe hier traumhafte Musiker, die dann halt daraus noch viel mehr machen können, als das, was ich mir vorher vorgestellt hätte. Und das ist auch jetzt auf der dritten CD sehr stark ein Schwerpunkt geworden, dass wir gar nicht jetzt sagen, okay, wir improvisieren jetzt über den A-Teil oder über den B-Teil, sondern mal gucken, was passiert. Das Besondere an dieser Platte ist für mich die Zusammenarbeit mit Mantel Eicher. Es war wirklich konkrete Arbeit im Studio, wie ich sie vorher noch nie erlebt habe. Es entspannt einen Musiker unheimlich, wenn man weiß, da ist jemand, der von außen einem zuhört, dem man vertraut und seinen musikalischen Geschmack teilt und weiß, der kann das im Ganzen schon hören und wahrnehmen. Und ohne Frage hat Manfred Eicher ein unheimliches Gespür für Musik im Allgemeinen, für Formen und für Klang und war das beste Spiegelbild, was ich uns wünschen konnte zu dem Zeitpunkt.